Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Mekuta von gamers-palace.de. Heute habe ich für euch ein ganz interessantes Spiel dabei. Das ist noch in Entwicklung. Und ja, es heißt Onsen Master. Und das bedeutet, dass ihr in dem Fall quasi einen eigenen Onsen managt und eben vorbereitet, verwaltet, die Gäste dorthin bringt und so weiter. Was jetzt nach einer Simulation klingt, ist an sich eigentlich eher eine Art Strategiespiel, weil man sich doch ein bisschen beeilen muss dabei, die Bäder vorbereiten und dann die Leute hinplatzieren, dann immer mal wieder reinigen und so weiter etc. pp. Und ja, der Entwickler selbst hat ein kleines Bild davon auf seiner Webseite zur Verfügung gestellt. Ich habe mir das Ganze mal runtergeladen und wollte es euch einfach mal etwas genauer zeigen. Ja, so richtig viel kann das Bild noch nicht, also es ist schon deutlich, dass es hier nochmal mehr geben wird. Zum Beispiel die Schwierigkeitsstufe, den Sound. Also aktuell gibt es auch noch keinen Ton. Wundert euch deswegen nicht. Aber da sind die Entwickler schon dran. Ich bin sehr gespannt, wie das Spiel dann in der Wirklichkeit aussehen wird. Und wie sich das reale Spiel dann spielen wird. Aber erstmal habe ich dieses spannende Bild hier. Vorhin habe ich das Tutorial gespielt. Das heißt, ich bin jetzt voll der Profi in Onsen Master und deswegen gehe ich jetzt einfach direkt zu Quick Play und wir schauen mal, was uns da so genau erwartet. Ich hoffe, das funktioniert, aber ich bin ganz guter Dinge. So, genau. An sich müssen wir mit den Aktionstasten, also ich habe mir hier diesmal auch den Controller vom Tomari ausgeborgt, mit den Aktionstasten diese Bäder vorbereiten, dann die Leute schnappen und in die Bäder setzen. Passend dazu sollte natürlich die Farbe des Symbols, das sie auf ihrem Kopf tragen, auch zur Farbe des Gegenstands passen, was wir in die Wannen geschmissen haben. Bei nicht allen bin ich mir so wirklich sicher, was es bedeuten soll. Und ich hoffe deswegen einfach, dass ich das mal irgendwie richtig mache. Aber ich bin mir da nicht so ganz so sicher. Ich meine, so hier der Blaue ist logisch, der will irgendwie ins Blaue. Das war auch richtig, deswegen habe ich dafür Geld bekommen. Und bei ihr weiß ich noch nicht. Also sie ist eigentlich rot. Aber mein rotes Becken ist ja gerade noch belegt, weswegen ich da jetzt diesen alten Typ reinschmeiße. Jetzt, oh, wo bin ich denn? Hier. Ich weiß nicht, ich setze sie jetzt einfach mal hier in das gelbe Bad. So, und jetzt kommt nämlich der Kappa. Und der Kappa ist ein bisschen tricky. Der hat nämlich, der ist nass. Das heißt, ich muss die Pfützen, die er so hinterlässt, auch irgendwie reinigen, bevor er damit lustige Sachen anstellt. Beziehungsweise ich. Oh, jetzt habe ich doch die blaue geschnappt. So. Kann ich die nochmal da reinschmeißen und danach muss ich unbedingt die Wanne waschen. Das mit dem Reinigen ist noch so ein bisschen tricky. Aber, oh, sie will da jetzt einfach nicht rein. Ist dir zu dreckig. Oh Mann. So, da steig ein. Geh rein. Geh in die Wanne. Oh, ich glaube, sie ist kaputt gegangen. Na gut. Das kann schon mal passieren. Ja, die andere steigt immerhin wieder ein. Das ist schon mal sehr cool. So, ist alles ein bisschen, ja. So, dann nehmen wir diesen komischen Kappa wieder. Ist wirklich ein bisschen kreativ, weil man hier so ein paar viele Sachen beachten muss. Komm mit. Aber dafür ist es ja halt auch noch in der Entwicklung. Aber es verspricht schon mal ganz cool zu sein, finde ich zumindest. So, ich habe noch 10 Sekunden, um hier irgendwas zu reißen. Kriege ich sie doch hier bestimmt erstmal noch rein. Und die kriege ich. Na, okay. Ah, das war nicht ganz so gut, aber ich bin ja noch in der Übung. Immerhin habe ich 825 Yen.
bekommen. Das ist doch schon mal ziemlich cool. So, ich guck mal, was passiert, wenn ich A drücke. Dann bleibt erstmal das. Ah, okay, dann geht ein neuer Tag los. Okay, das soll es jetzt an der Stelle aber schon mal gewesen sein. Und ja, es macht einen ziemlich guten Eindruck. Es ist ein bisschen sehr hektisch, aber ich denke, dass wir hier ein ziemlich interessantes Strategie- und Zeitmanagement-Spiel bekommen haben und dass da auch noch einiges dazukommt. Zum Beispiel der Kappa ist jetzt der erste Dämon sozusagen, den sie mit eingebaut haben, der halt ja schon ein bisschen tricky ist, weil er halt dieses Wasser fallen lässt. Und wenn man in die Pfützen läuft zum Beispiel oder die Sachen für die Onsen einfach runterschmeißt, dann entstehen Pfützen. Und wenn ich mit der Figur hineinlaufe, dann fällt die Figur auch um. Also das heißt, es hat auch Auswirkungen definitiv auf den Spielverlauf an sich, weswegen es immer gut ist, hier auch alles sauber zu halten. So. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Schaut doch mal vorbei, was wir sonst noch so für Videos haben. Und ansonsten steht euch natürlich www.gamers-palace.de jederzeit zur Verfügung. Und ich freue mich, wenn wir uns dort sehen würden. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.